Die Idee ist ja von Meet the Speaker, ich weiß nicht, ob du das vorhin gesehen hast, oder dass man sich auch selber ein bisschen vorstellen kann, was man so macht in der Community. Und deswegen bitte das Wort an dich, einfach ein bisschen was über dich erzählen vielleicht. Danke. Ja, gerne. Ja, also ich habe letztlich meine, ich sag mal, ABAP-Karriere oder im SAP-Bereich 2004 mal begonnen. Und da hatte ich das Glück oder auch die, ja, schon die Idee, ich kann ein bisschen zweigleisig fahren. Ja. Also ich kann zum einen zumal klassisches Software-Engineering mit Java betreiben, gleichzeitig in die ABAP-Welt reingehen und Projekte reingehen. Das ist ja, letztlich eine Kombination, die ich dann so, sage ich mal, weiterverfolgt habe. Ja, also dass ich sage, ich möchte, ich sag mal, das, was man so im Software-Engineering macht, auch an Methodiken, Prinzipien, Praktiken einsetzen, dann in die ABAP-Plattform darauf anwenden. Ja. Also diesen technologieneutralen Aspekt haben, aber gleichzeitig das Thema der ABAP-Plattform dann auch nutzen und so im, ich sag mal, im Laufe der Jahre, bin dann irgendwann zur All for One Group und im Laufe der Jahre dann habe da viel Projekterfahrung gesammelt. Und dann ist irgendwann kam auch eben das Thema auf, wir wollen zu dieser Zeit ja die Lösungsentwicklung nochmal anders aufbauen. Und ja, und da war natürlich auch für mich klar, okay, wurde ich gefragt, okay, möchte ich in mal Gründungsmitglied sozusagen des Solution Development werden und da war ich dann auch sofort dabei. Und da war es natürlich dann auch besonders schön, sage ich mal, diese sag mal, Software-Engineering-Themen und dass es zu schwergewichtig wird, noch einmal mehr sozusagen auf die ABAP-Plattform zu bringen. Genau. Ja, Das vielen ist Dank. mal, ich sage mal, so ein bisschen mein Steckenpferd an der Stelle und ja, finde es auch einfach spannend, was sich jetzt auch vor allem mit RAP getan hat, ja, sozusagen diesen fachlichen Kern wieder raus zu kristallisieren und da einen springenden Rahmen für zu haben. Genau, also es geht immer weiter mit ABAP und ABAP-Plattform. Das finde ich total spannend. Das stimmt. Also wie man es halt eh schon in der Früh gehört und bei dem Vortrag, es hat sich so viel getan und es tut sich so viel und es ist wirklich spannend zu erleben eigentlich auch. Und das aber bei einer Zukunft hat auf jeden Fall auch, weil manchmal auch die Frage gestellt wird, hat denn das alles eine Zukunft? Was machen wir in 5 Jahren und so weiter? Und man sieht es ja fast nicht, aber ich habe mein Back to the ABAP-T-Shirt an. Ich glaube, jetzt sieht man es ein bisschen. Und es hat auf jeden Fall Zukunft. Also ich bin völlig entspannt. Wir haben alle noch jahrelang genug zu tun und es gibt genug Innovationen. Der Michael ist auch schon da und ich sehe auch, der Marc ist auch schon da. Der Marc kommt dann um 17 Uhr dann mit seinem Vortrag. Aber Git freuen wir uns auch schon sehr. Wir sind gerade noch im Meet the Speaker von den vorigen Sessions. Ja, Michael, die Idee ist ja auch ein bisschen vorstellen, vielleicht, was du selber machst, was du so tust in der Community. Du bist ja, habe ich schon erwähnt, ABAP-Champion und sehr umtriebig und schreibst viele Artikel und so weiter. Also jemand, der, keine Ahnung, sich ein bisschen interessiert für ABAP und googelt, findet immer wieder auch von dir natürlich Content. Danke dafür auch vor allem. Ja, bitte, ein paar Worte über dich vielleicht. Ein paar Worte über mich. Ich glaube, den allerersten Computer, den ich gesehen habe, oder allererste Konsole, war eine Intellivision. Die erste Computer war ein C64. Und danach ging es dann nur noch mit Technik weiter und Programmieren, verschiedenste Programmiersprachen gesehen, bis zu dem Moment, wo ich mal ABAP erlebt habe und der Möglichkeit, wie einfach es ist, das Ganze zu debuggen. Und direkt die Verbindung zu ABAP rüber und seitdem als ABAP-Entwickler unterwegs und weil es eben total Sinn macht, in Kombination mit betriebswirtschaftlichen Prozessen das Ganze halt zu leben, halt Logistik. Weil da ist immer was los. Also Logistik ist ein Riesenthema, egal wo im SAP-System. Irgendwann kommt mal ein bisschen im MSD zum Tragen. Und ja, das ist so mein Steckenpferd, was ich heute halt auch mit der eigenen Firma halt, mit der Educated Bytes GmbH halt für meine Kunden mache. Sehr schön. Mein erster Computer war auch ein Commodore, ein C16 war mein erster, nur zur Info. Das ist so der kleine Bruder gewesen. Ja. Aber ich habe auch damals eigentlich das grundsätzliche Programmieren eigentlich gelernt, um ehrlich zu sein. So die grundsätzlichen Sachen, so ein bisschen mit If, Entscheidungen, Kalkulationen, also das Wesentliche habe ich damals schon
gelernt. Da hat sich auch nichts dran geändert. Also wenn man heutzutage Computer, also einen Entwicklerkurs irgendwo besucht oder an der Universität, Fachhochschule hält, es geht immer eigentlich noch um diese grundlegenden Elemente. Die sind noch so wie früher, halt heute ein klein bisschen anders. Man hat ja auch eben gesehen, in meinen Folien hatte ich mal ein Case mit drin. Also wir haben in so einem Core Data Services immer noch irgendwie so eine Entscheidungsverzweigung halt. Das wiederholt sich und wird für immer wohl in der IT drinnen bleiben. Ja, stimmt. Stimmt. Dann ist mir noch was eingefallen, vorher, weil du über Zeit geredet hast, sehr viel. Und deswegen war für mich so interessant dieser Vortrag ABAP und Zeit, weil ich habe, muss ehrlich sagen, in den letzten Jahren immer wieder Themen mit ABAP und Zeit. Eben der Klassiker ist die Timestamp, lokale Zeitzone, Systemzeitzone. Der User, wenn Unternehmen quasi über einen kompletten Erdball aktiv sind, dann kommt es nach wie vor auch in einem S/4HANA-System, habe ich erst leider vor kurzem miterleben müssen, kommt es vor, dass jemand einen Datensatz anlegt, der dann in der Zukunft eigentlich angelegt wird, weil das System dann doch mit der Systemzeitzone arbeitet. Der Mitarbeiter Krass. Sitzt in Amerika, legt es in die Zukunft an, kann es aber dann nicht mehr ändern, weil ja der Datensatz noch nicht gültig ist und so weiter. Ganz wirre Sachen zum Teil. Also dieses ABAP und Zeit verfolgt mich zumindest persönlich immer wieder in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht hast du da noch ergänzende Worte vielleicht zu dem. Also das krasseste Problem, was ich mit ABAP und Zeit hatte, war tatsächlich in der Logistik ein Fehler. Wenn der aufgetreten ist, hat das erstmal keiner bemerkt. Also wir konnten den Zeitpunkt, wo es auftritt, erstmal gar nicht festmachen, hat aber in Folge ganze Lkw-Ladungen stehen lassen. Also es war dann halt schon eine harte Nummer. Interessant war die Lösung damals, weil wir konnten nicht den Fehler zu dem Zeitpunkt wirklich erwischen, wo er aufgetreten ist. Wir haben zum Schluss eine Software geschrieben, die zeitlich quasi als Job alle 2-3 Minuten lief und die Umgebung beobachtet hat, die mehr oder weniger dann Merkmale aufgewiesen hat, dass der Fehler eingetreten ist. Also ja, die Lösung war nicht wirklich auf den Fehler genau zu prüfen, sondern die Umgebung zu beobachten, wann die einen gewissen Zustand einnimmt, wo man sagen konnte, der Fehler muss da gewesen sein. Und dann hatte man wirklich eine kleine Zeitspanne zum Reagieren, wo man sagen konnte, jetzt können wir analysieren gehen, weil in 2-3 Minuten hat sich der Datenbestand so massiv verändert, dass keiner mehr in der Lage ist, das zu prüfen. Das war mal das also anstrengendste Problem mit Zeit überhaupt. Aber sowas, wie du beschrieben hast, das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, dass Datensätze in der Zukunft liegen. Doch, ein ganz aktuellem S/4HANA-System, aber ist ein anderes Thema halt vielleicht. Aber da gibt's noch Aufholbedarf vielleicht manchmal im Standard. Wenn man mit quasi geplanten Änderungen arbeitet und mit zeitbezogenen Datensätzen für Businesspartner, dann habe ich dort genau die Probleme erlebt, vor kurzem erst. Okay, ja, vielen Dank. Danke auch. Ich hätte noch eine Frage an den Matthias. Wir haben im Vortrag gesehen, dass es nicht nur um Coding geht, sondern um viele andere Sachen auch, die man dann können muss, wenn man das Ganze quasi in die Cloud bringen will, seine eigenen ABAP-Entwicklungen. Meine Frage ist, hast du irgendeinen einen Ratschlag oder einen Tipp oder Hinweise, die man beachten soll, jetzt schon im ABAP-Coding, beim Designen, vielleicht beim Aufbau, was man beachten oder einhalten soll, damit man dann in Zukunft vielleicht dann auch in die Cloud gehen kann? Okay, ja, also gute Frage. Und zwar, was kann ich jetzt schon beachten, wenn ich irgendwie neues Coding habe oder über bestehendes Coding drüber gehe? Das vielleicht im Hinterkopf habt, diese Aufgabe, natürlich mal freigegebene Entwicklungsobjekte verwenden, Datentypen und so weiter. Das wäre mal, das ist eines der wesentlichen Dinge. Ja, also das ist wirklich, wie ich gesagt habe, es ist gar nicht so sehr das cloudbereinigte ABAP, das irgendwie problematisch ist. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo eine Move-Anweisung habe, ja, oder ein Refresh, dann nehme ich ein Clear, das ist klar. Schon alleine aus, um den eigenen ABAP-Sprachschatz zu reduzieren und klarer zu machen. Ne? Das ja, allein schon aus diesem Grund. Aber also ich würde da auf jeden Fall diese Richtung der freigegebenen Entwicklungsobjekte in diese Richtung gehen. Das ist also das ist ein wesentlicher Punkt. Wenn ich in der Cloud gehen möchte, meine, irgendwo spielt natürlich das RAP-Thema da auch eine große Rolle. Und da, ich sag mal, kann ein Legacy-Code-Refactoring wirklich, sag mal, von bis sein. Und da ist halt jetzt
eine gute Sache, ja, da zu modularisieren, ne, wenn das irgendwie, also es kann, wie auch immer die Codebasis aussieht. Aber da zu sagen, ich ziehe an bestimmten Stellen wirklich eine API-Layer zum Beispiel ein und orientiere mich einfach an meinen Geschäftsobjekten, die ich habe. Ja. Wie gesagt, also das hatten wir im Grunde, das hatten wir schon während des Projektes schon als Ausgangssituation. Und das hat halt eben wirklich viel, viel geholfen, sage ich mal. Ja, das war abseits der ganzen anderen Themen, die da waren. Also wenn wir uns da noch drum hätten kümmern müssen, hey, also das wäre dann schon noch mal ein größeres Brett zu bohren gewesen. Genau, also das, denke ich mal, das sind so, sage ich mal, zwei Tipps, ja. Also die freigegebenen Entwicklungsobjekte danach gucken und schauen, dass man es immer geeignet, modularisiert und vielleicht etwas höher in der Aufrufhierarchie auf einer lokalen API-Ebene da dein Layer einzieht, wenn der nicht schon da ist und den, sag mal, geeignet schneidet. Das heißt, kann sehr hilfreich sein. Dass man den schon RAP-fähig macht, auf die Anforderungen, die dann RAP quasi hat an das Coding, genau, an die API, dass man da schon, genau, aufpasst. Genau, für eben die transaktionalen Logiken, also für schreibende Operationen und für lesende Operationen, ja, da kommt es darauf an, wie komplex dann der Zugriff dann auch ist. Und man muss jetzt auch dazu sagen, bei unserem Projekt war es so, dass wir keine Abhängigkeiten zu einem betriebswirtschaftlichen Anwendungssystem hatten, zum SAP ERP oder zum S4-System. Ne? Das ist noch mal was anderes, wenn du jetzt Quellcode hast und eine Codebasis hast, die eine Dependency in Richtung SAP ERP hat oder in Richtung S4. Ja? Das hast du ja unter Steampunk nicht. Wenn du dann, das ist nochmal eine andere Nummer, wenn du wirklich Daten aus dem Remote-System ziehen möchtest und darauf dann in der Cloud aufsetzt. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also es ist auch nochmal wichtig zu wissen. Dann hat man das Thema der Backend-Konnektivität und aber auch vor allem, wie kriege ich dann sozusagen die Daten gut von Remote, gut oder im Sinne von RAP, gut konsumierbar und auch, dass ich als Entwickler gut damit arbeiten kann, es verständlich ist. Gut, dann rein. Ne? Das ist auch noch mal ein Punkt. Okay, danke. Vielleicht möchte ich da noch ergänzen oder erwähnen, das Steampunk, das ist gerade erwähnt, das ist verfügbar auch, das Trial-Version. Also es kann jeder, der da jetzt zuhört, sich in 10 Minuten, wenn er noch keinen Account hat, einen Account anlegen und 10 Minuten später ist er in der ABAP Cloud sozusagen und kann alles ausprobieren und alles for free machen. Ja. Das Einzige ist, es ist ein geschertes System, man sollte jetzt keine High-Security-Sachen machen, aber man kann das for free sofort, 10 Minuten ist erledigt. Ganz wichtig. Das ist auch übrigens eine super Möglichkeit für den Einstieg, also gerade wenn du mit Menschen arbeitest, die quasi rüber wollen zu ABAP, gerade auch jüngere Menschen, dass du sagst, du hast wirklich mal einen reduzierten Sprachumfang, reduzierte Möglichkeitenumfang, weil wenn du lange mit dabei bist, gibt es nichts Schöneres, als dass jemand sagt, guck mal, da ist eine Riesenspielwiese voller ABAP und was weiß ich und du kannst machen, was du willst. Genau das kann jemand, der das Thema nicht kennt, überhaupt nicht gebrauchen. Der braucht viel mehr, ich sag mal, rechts und links Leitplanken. Und da ist es schon cool, wenn du sagst, du hast einen reduzierten Sprachumfang, der freigegeben ist. Und deswegen gibt es aber auch ganz klare Leitlinien, an denen du nur entwickeln kannst. Und nicht, es gibt 10 verschiedene Wege, wie du ein und dasselbe Problem lösen kannst. Und das ist gerade mit der BTP, mit der ABAP Environment, Trial Environment, ist das eine feine Sache aktuell für Um- und Einsteiger. Kann ich nur bestätigen. Also wir haben auch dort unsere ersten Erfahrungen eigentlich gemacht mit den ganz modernen Sachen. Und das Schöne ist natürlich auch, dass sind immer auch die ganz modernen, neuesten Sachen verfügbar einfach. Also fein, immer, genau. Genau, also das ist eine sehr feine Sache. kann mich erinnern, früher haben wir immer bei der Tech etwas gehört, haben gesagt, das kommt erst in 1, 2, 5 Jahren vielleicht bei uns an. Und dann habe ich die Möglichkeit, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also alles, was neu präsentiert wird, hat man sofort verfügbar in der BTP mit ABAP. Wunderbar.